Auftakt in der dritten Liga und gleich mal ein Landesderby. Der SV Hennstedt-Ulzburg empfängt die HSG Mönckeberg-Schönkirchen. Das ist die Mannschaft, die letztes Jahr in die dritte Liga aufgestiegen ist, nach einer furiosen Oberligasaison, die jäh von Corona unterbrochen wurde. Wie gut sind die Damen in Orange schon? Sind sie schon drittligareif? Steffi Klaune hier mit dem ersten Ausrufezeichen. Und hinten hält erstmal Rebecca Vogt. Dann aber kommt Lara Habrücker und sie gleicht aus für die Frogs Ladies zum 2:2. Ausgeglichenes Spiel in der Anfangsphase, aber dann kann sich Hennstedt zum ersten Mal so ein klein wenig absetzen. Siehe hier. Klasse Pass von Taja Pauschert, die im Rückraum ein super Spiel machte. Annika Jort sorgt für die erste 2-Tore-Führung. Mitte des ersten Durchgangs ziehen die Frogs Ladies dann davon. Wieder ist es Lara Habrücker 11:6, 5 Tore vor und das war verdient. Andere Seite, Janne Plön. Bonadis läuft von außen ein, da deutet sich das Potenzial dieser Mannschaft mal an. Aber 12:7, das Ergebnis spricht eine deutliche Sprache. Wieder geht der Ball zu Bonadis, Tor Nummer 8. Aber die schlechte Nachricht aus Mönckeberg-Sicht, es bleibt bei einer einstelligen Anzahl der Tore in Hälfte 1. Also Seitenwechsel. Was ist noch drin für Mösche? Marit Kaps. Ein bisschen Slalom, ein bisschen Glück, aber dann auch mit dem nötigen Torinstinkt. Sie stellt auf zweistellig. Hinten Christine Rakowski auf Habrücker, 7 Meter. Und das ist ein Fall für Lina Röttger. Hennstedt-Ulzburg in jeder Hinsicht an diesem Tag effektiv. Vor gut einem Jahr war es ein richtig spannendes Aufeinandertreffen im direkten Duell vor dem Corona-Abbruch. Heute aber nicht. Über 10 Minuten kein Tor für die Gäste, dann Lisa Straube endlich. Viel Platz für Plön, eine Einzelaktion ist es, die er muss, um überhaupt Tore zu erzielen. Dann geht's wieder schnell auf der anderen Seite, Jule Meissner. 24:14, da ist das Spiel längst entschieden. Katharina Hinrichs, auch hier wieder eine Einzelaktion. Und den Schlusspunkt setzt dann Carina Büchel von den Frogs Ladies. Die macht die 30 voll, muss einen ausgeben. Jörg Becker kann schon nicht mehr hinschauen. Die Frogs Ladies gewinnen 30:17, verdient und in beeindruckender Manier. Die Mannschaft von Christian Gosch, Becker gratuliert ihm hier fair. Im Hintergrund feiern die Frogs Ladies einen fantastischen Auftakterfolg in die neue Saison.